Der Begriff Parallelgesellschaft stammt aus den 1990er Jahren. Von Parallelgesellschaften wird meist dann gesprochen, wenn in Deutschland lebende MigrantInnen dafür kritisiert werden, dass sie sich angeblich nicht anpassen würden an die Mehrheitsgesellschaft. Aber was macht eine Parallelgesellschaft aus? WissenschaftlerInnen nennen folgende vier Punkte, die eine Gruppe von Menschen zu einer echten Parallelgesellschaft machen. Erstens, die Gruppe besteht aus Menschen derselben Ethnie und derselben Kultur. Die Gruppe ist also mehr oder weniger homogen. Zweitens, die Gruppe schottet sich im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft ab, lebt und arbeitet in eigenen Stadtvierteln oder Regionen ohne viel Kontakt nach außen. Drittens, die Gruppe teilt nicht die Regeln der Mehrheitsgesellschaft, lehnt beispielsweise den Rechtsstaat ab oder andere Grundpfeiler der Demokratie, wie etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viertens, die Gruppe schafft sich eigene Institutionen, die die Institutionen der Mehrheitsgesellschaft ersetzen sollen. Zum Beispiel eigene Gerichte, eigene Steuer- und Finanzbehörden, eine eigene Polizei. Heute wird der Begriff Parallelgesellschaft meist im Zusammenhang mit muslimischen EinwanderInnen benutzt, die sich angeblich einer Integration verweigern. Er wird aber auch für Deutsche verwendet, die den Staat ablehnen, sich eigene Pässe ausstellen und keine Steuern zahlen wollen. Ob Parallelgesellschaft für diese Gruppen die richtige Bezeichnung ist, ist umstritten. Was klar ist, für eine Demokratie kann eine abgeschottete Parallelgesellschaft mit eigenen antidemokratischen Institutionen sehr gefährlich werden.